So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Basic Saturday. Ich möchte euch zusammen mit der lieben Birgit Kurzige, unserer Black Ambassadorin, heute zum Basic Saturday begrüßen. Und wir haben später auch noch den Dr. Sven Göbel mit dabei. Und vielleicht kommt ja noch der eine oder andere, wo wir noch gar nicht genau wissen, was da auf uns zukommt, ja? Mein Name ist Gerhard Rehäuser. Für die neuen Gäste erstmal sehr schön, dass ihr alle da seid oder die, die vielleicht noch nicht so lange Partner sind. Der Basic Saturday ist eine wirklich absolut tolle Veranstaltung, die wir jede Woche machen. Nicht, weil wir die machen oder weil meistens wir auch mit dabei sind, sondern weil sie auch wirklich gut angenommen wird von euch. Und ich glaube, man kann immer was mitnehmen. Und es betrifft uns genauso wie euch. Also es ist nicht so, dass wir für uns sozusagen die Intelligenz und die Professionalität und die Perfektion gepachtet haben. Ganz im Gegenteil, wir reflektieren sehr viel über die Woche und auch über den Monat natürlich und auch über diese 2 Jahre, wo wir jetzt dabei sind. Es sind wirklich genau 2 Jahre für viele von euch, die von Anfang an mit dabei waren. Und wir lernen da nie aus. Und das ist dieser kontinuierliche Prozess, an dem wir auch für uns alle arbeiten müssen. Kaizen, wie die Firma immer selber sagt, diese kleinen kontinuierlichen Improvements. Und wir wollen heute mal vom Schwerpunkt her mit euch, dass wir sagen, okay, was ist denn bei euch persönlich so im Großen und Ganzen passiert? Was passiert bei euch jeden Tag? Was haben die Neuen vor, die heute mit dabei sind? Auf was kommt es wirklich an? Also wir gehen so ein bisschen vom Ergebnis rückwärts, dass wir sagen, okay, sind wir denn eigentlich mit allem so im Großen und Ganzen zufrieden, was wir so machen? Und sind die Ergebnisse auch in Ordnung, die wir erzielen? Sind es auch die Ergebnisse, die wir uns wünschen, ja? Oder sind es erstmal nur ein paar Ergebnisse halt, ja? Das kann das Kundenthema sein, das kann ein Produktmensch sein, der neu dazukommt, der vielleicht auch absolut nur an dem Produkt interessiert ist. Alles okay, ja? Also feiern wir kleine Erfolge, feiern wir große Erfolge und so weiter. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Und mit welchen Menschen wollen wir vielleicht auch arbeiten? Wie wollen wir die anziehen? Was müssen wir verändern, um die anzuziehen? Was müssen wir sagen, um bei den Menschen anzukommen, die wir uns für unser Team wünschen? Und wir haben ja immer jede Woche am Montag, genau am Montag, ist ja immer um 11 Uhr der Leaders Call. Das ist ein Call, der mit dem Leader Council zusammen stattfindet, ab Black Brown und höher. Und um 14 Uhr ist dann immer der Directors Call, wo alle Partner drin sind, Direktor und höher. Und das sind durchaus oft manchmal bis zu 220 Leute drin aus der ganzen Welt. Und da sind Direktoren dabei, die sind ganz neu, direkt nach oben geschossen. Die haben wirklich im ersten Monat ihren Direktor gemacht. Manche haben auch jetzt im ersten Monat ihren Crown gemacht, ja. Und das ist natürlich auch immer für viele von euch, das kann ich mir vorstellen, egal auf welchem Level. Ich sage mal, der eine ist vielleicht jetzt nach ein paar Monaten eventuell noch Gold oder der eine oder andere hat es vielleicht noch überhaupt nicht so richtig in die Reihe bekommen. Und dann hört man immer von den Riesenerfolgen. Ihr wisst ja, wie das läuft in der Regel. Immer die Erfolge werden natürlich promotet, ja. Die großen Stories sind immer die, die an die Litfaßsäule geklebt werden. Wie bei der Bildzeitung sage ich immer, ja. Die wichtigsten Schlagzeilen stehen immer auf der ersten Seite. Und das führt bei manchen dann so ein bisschen nicht nur zur, ich sag mal, Frustration vielleicht. Also für einen ist es absolut motivierend. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich schüttel mich immer zweimal, wenn so Riesenerfolge in so kurzer Zeit entstehen und denke mir, wow, das hätte ich auch gerne. Klar, logisch, bin ehrgeizig, ja, war ich immer, auch als Unternehmer. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich dann die Frage so im Hinterkopf, was macht der eigentlich anders, ne? Hat er irgendwie ein Geheimrezept? Der hat bestimmt andere Folien wie ich. Der macht es irgendwie anders. Der sagt andere Dinge wie ich. Also in der Regel ist es so, dass tatsächlich das eine oder andere wirklich anders ist, vielleicht wie bei euch, bei uns. Also nochmal, wenn man nochmal ein Level nach oben geht, ja, gibt aber nicht mehr so viel nach oben oder so viel Geheimnisse gibt es eigentlich gar nicht mehr, ne? Und so ein Geheimnis vielleicht, ihr habt ja sicher auch was zum Schreiben, da könnt ihr euch immer was aufschreiben. Ihr müsst schon wirklich auch bereit sein, die kleinen Dinge jeden Tag zu tun, um große Dinge zu erreichen. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Diesen einen großen Deal, auf den immer viele warten, den es auch tatsächlich in der Branche gibt, aber das hat dann mit Erfahrung zu tun,
mit Jahren, wo man dabei ist, mit einem Netzwerk, das bereits entstanden ist, mit einer Reputation, die man bereits in der Branche hat. Diese großen Erfolge, die kommen zwar über Nacht, aber sie sind über Jahre entstanden im Hintergrund. Ja, und wir sehen immer den Sportler, wenn er dann am Olympiapodest steht und da die Bronze-, Silber- oder Goldmedaille bekommt. Wir sehen aber nicht, dass er vielleicht seit 20 Jahren jeden Tag sich anzieht, ins Training geht, Rückschläge verkraftet, Verletzungen gehabt hat, abgeschrieben worden ist, sich wieder zurückgekämpft hat, vielleicht auch 4 oder 5 Mal bei Olympia war, um es mal mit dem Sport zu vergleichen, um dann endlich mal das Treppchen zu sehen, ja. Und ich hatte auch vor kurzem mit einem indischen Olympiasieger ein Gespräch und ich habe mir dann wirklich mal seine Historie angeschaut. Er war 5-mal bei Olympia und er hat 5-mal immer wieder seinen Platz verbessert. Und in Seoul hat er dann die Goldmedaille gewonnen im Luftgewehrschießen. Und er hat gesagt, weil ich gefragt habe, was er denn anders gemacht hat. Er sagt, das eine war die menschliche Reife, die er brauchte dazu, um die Disziplin zu entwickeln, das wirklich so zu machen. Entschuldigt bitte ganz kurz. Ich habe es der Birgit schon erzählt. Ich habe irgendwie ein bisschen ich bin im Stimmbruch wahrscheinlich. Ja. So, genau. Also der Punkt ist, der hat gesagt, er musste sich menschlich komplett nochmal verändern. Er musste sein Training auch nochmal umstellen. Er musste die Frequenz des Trainings nochmals erhöhen. Er musste nochmals sein Privatleben alles verändern. Er musste die Familie, seine Firmen, waren sehr erfolgreiche Firma, eine der erfolgreichsten in Indien. Und er sagt, es war wirklich von Platz 11 dann nach vorne zu kommen, also in die Top 10 und dann auf das Podest und dann auf dem ersten Platz, hat er gesagt, es hat ungefähr nochmal den dreifachen Aufwand erfordert, sagt er. Er fragt sich heute, wie er das zeitlich auch alles hinbekommen hat, weil er hat vorher schon bis zu 6 Stunden am Tag trainiert, wo er noch, sagen wir mal, gerade zur Olympia kam, also mit Hängen und Würgen, ja. Aber das wollte ich euch vielleicht so ein bisschen mitgeben, dass wir heute versuchen wollen, mit euch so ein bisschen an eurer Arbeitsweise mal ein bisschen zu feilen und zu überlegen, an eurem Mindset auch ein bisschen zu arbeiten und auch da vielleicht euch den Mut zu machen, aus eurer Komfortzone in der Kommunikation auch ein bisschen rauszugehen. Der Orian hat bei dem Direktor-Call, um auf den Call wieder zurückzukommen, hat er gesagt, und der Satz ist, der ist eigentlich brutal, ja. Er sagt, dass das Einzige, was dich in deinem Erfolg stoppt, das bist du. Das musst du eigentlich, der Goran nickt auch, ja. Goran, du warst im Call wahrscheinlich auch mit dabei, gell? Also das war, ich war an dem Tag, ich war vor meinem Buch gesessen, wo ich immer alles reinschreibe und habe mir gedacht, jetzt bin ich so lang, ich weiß das ja alles genau, aber diese Klarheit, mit der Orian das gesagt hat, das Einzige, was dich stoppt, bist du. Und zwar, er sagt, du kannst ständig Menschen kontaktieren. Ist ja völlig egal, ob die dich sich melden oder nein oder ja sagen. Aber du kannst ununterbrochen Menschen kontaktieren, eigentlich, wenn du bist. 24 Stunden am Tag. Ja? Also, wenn du es nicht kontaktierst, ist der Einzige, der nicht kontaktiert ist, bist du. Da ist auch nicht der Upline schuld, die Firma, die Downline, da bist du schuld. Ja? Dann hat er gesagt, das ganze Thema. Letztendlich persönliche Entwicklung, jeden Tag 30 Minuten lesen, ja, tatsächlich lesen, wenn es geht. Hörbuch ist auch gut, aber lesen ist hat noch eine andere Art und Weise, weil wir da ein Buch in die Hand nehmen müssen, weil wir ungestört sein müssen, weil wir beim Hörbuch können wir noch Sport nebenbei machen, alles Mögliche, also wirklich mal lesen, ja. Und die persönliche Entwicklung, der Einzige, der dich daran hindert, bist du, ja. Dann das Thema Skillset, dazulernen, ja. Müssen wir auch wieder, ja, wir können es alles machen, wir können es selber machen. Und dieses Thema Attitude und Habits, das hat er eigentlich angesprochen, so im Hintergrund, dieses Thema Einstellung und Gewohnheiten, Einstellung und Gewohnheiten. Ja, also wir können da sitzen und können einfach aufs nächste Event warten, aufs nächste Meeting warten, auf die nächste Inspiration, Motivation warten. Wir können aber einfach nur proaktiv uns umstellen und einen festen Plan machen und sagen, pass auf, ab sofort tue ich das, um den nächsten Rang zu erreichen. Ich tue das jeden Tag, um den nächsten Rang zu erreichen. Und ich erinnere mich an einen Speech von dem Michael Stüttler.
der junger Mann, Österreicher, der Lehrer war, der auch ein bisschen Weltenbummler war, der sehr erfolgreich ist bei Sensino, der gesagt hat, ich habe wirklich nichts, es ist nichts passiert. Ich habe so viele Menschen kontaktiert, ich habe so viel gemacht, es ist nichts passiert. Aber er sagt, dann habe ich begonnen, meine komplette Einstellung zu ändern und mein Leben auf dieses Geschäft auszurichten. Das kann nicht jeder. Aber nochmal, das muss ja nicht heißen, dass ihr nur noch dieses Geschäft macht. Aber die Zeit, die ihr für dieses Geschäft investiert, die müsst ihr mit vollem Fokus investieren und wirklich auch dann eure 1-, 3- und 5-Jahresziele im Blick haben. Und ihr müsst wissen, warum ihr das macht. Ihr müsst wirklich wissen, warum ihr das macht. Also wenn ihr das nicht glasklar vor Augen habt, dann habt ihr die Kraft auch nicht, das durchzuziehen. Ja? Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt im ersten Satz. Also sei bereit, die kleinen Dinge zu tun, um die großen zu erreichen. Führe jedes Gespräch, kämpfe um jeden Kunden, denn er kann dir die nächste Empfehlung geben, die der nächste Superstar wird. Und der Einzige, der dich stoppen kann, bist du. Ja? Und ja, mit diesem Thema möchte ich gerade mal jetzt auch an die liebe Birgit rübergeben. Birgit, freue mich auch, dass natürlich du dabei bist heute wieder. Vielen lieben Dank, Gerhard. Ja, von mir auch ein fröhliches Hallo. Und ja, das sind genau die wahren Worte, die du wieder genutzt hast. Und ich habe mir aufgeschrieben, wenn, also ich versuche mich ja immer in die Lage zu versetzen, wie wäre es, wenn ich jetzt gerade erst alles kennengelernt hätte, wie habe ich mich damals gefühlt? Ich erinnere mich immer wieder zurück. Und als ich damals mein erstes Network Marketing gemacht habe, da habe ich, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen darf. Ich habe viel zu viel geredet. Ich habe gedacht, ich müsste wäre der Erklärbär und keine Ahnung, alles falsch gemacht. Aber mich hat es immer begeistert, wenn ich gesehen habe, dass jetzt jemand eingestiegen ist in ein Geschäft und 10.000 Euro verdient hat und die Position erreicht hat. Wisst ihr warum? Weil ich wusste, es ist möglich. Ich wusste, es ist möglich. Jetzt musste ich mir nur selber die Frage stellen, genau wie du gesagt hast, Gerhard, was haben diese Menschen getan? Vielleicht eine andere Präsentation und so weiter. Und deswegen bin ich immer bei jedem Online-Meeting, damals war es noch nicht online, damals war es offline. Ich bin jeden Abend, ich bin den Führungskräften, ich habe denen am Popo geklebt wie ein Kaugummi und bin denen hinterhergefahren und habe mich da hinten hingesetzt mit meinem Steno-Block und habe mir aufgeschrieben, wie bewegt er sich? Wie gibt er den Leuten die Hand? Was sagt er? Weil ich mir immer gedacht habe, besser gut kopiert als schlecht kreiert. Weil ich mir gedacht habe, die wissen ja, wie es geht. Wie ist die Haltung? Wie ist die Attitude? Wie ist die Ausstrahlung? Was lesen die? Ich habe denen Fragen gestellt. Wie bist du da hingekommen? Was hast du getan? Mit wie vielen Menschen sprichst du? Wie ist so deine Abschlussquote? Wie lange dauert bei dir eine Präsentation? Wie bist du an deine Kontakte gekommen? Wie machst du das? Dum, dum, dum. Und dann habe ich mir, ich weiß es nicht. Ich glaube, aus dem Buchverlag, ich habe das online bestellt oder manchmal auch so gekauft. Und ich habe sie alle noch da unten stehen. Ich habe den ganzen Schrank voller Network-Bücher. Ich habe jeden Tag habe ich gelesen, weitergebildet, Striche gemacht, nebenan geschrieben. Was kann ich verbessern? Wie kann ich das machen? Ich habe die Leute nach den Präsentationen gefragt. Wenn die gesagt haben, ach nee, ich weiß nicht, muss meine Oma fragen und außerdem ist der Kanarienvogel vor die Wand ge geflogen, dann habe ich gesagt, okay, pass auf, pass auf. Ich bin ja noch in der Ausbildung. Hast du verstanden, dass das Unternehmen gut ist? Ja, das kann man ja nachlesen. Super. Könntest du dir vorstellen, dass die Produkte wirklich außergewöhnlich sind? Weil sonst wird das Unternehmen ja nicht so viel Umsatz machen, stimmt das? Ja, das stimmt schon. Und die Leute, die ich dir da gezeigt habe, dass sie wirklich ihr Leben verändert haben, gesundheitlich und finanziell, kannst du dir das auch vorstellen? Denkst du, das ist die Wahrheit? Ja, das glaube ich schon. Ja, super. Da hast du mir jetzt so geholfen. Weil wenn es stimmt, dass das Unternehmen sensationell ist und die Produkte total effektiv sind und die Leute richtig damit Kohle verdienen, jetzt sage du mir, was steht dagegen, dass du nein sagst, dass du ja sagst? Dann haben die Leute mich angeguckt und haben gesagt, ja, weil ich muss meine Frau fragen, ja, weil da muss ich bestimmt verkaufen und so weiter und so weiter. Ich sage, stopp. Letzte Frage. Wenn ich dir jeden Monat 10.000 Euro gebe, wir gehen zum Notar, wir machen da eine richtige, ne, so einen richtigen Vertrag und so, und dafür setzt du dich zwei, dreimal in der Woche eine halbe Stunde hin, ich gebe dir ein paar Sätze vor,
Du sagst die den Leuten am Telefon, die du dir aussuchst aus deinem Umfeld und legst mir einen Termin. Würdest du das machen für 10.000 Euro? Jeden Tag, sagen wir mal so, 15, 20 Minuten. Haben die überlegt und haben gesagt, ja, das würde ich machen. Ich sage, sensationell. Jetzt weiß ich, es liegt ja gar nicht an mir oder an dem Unternehmen. Du hast nur Schiss. Dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, ja. Und so habe ich gelernt. So habe ich gelernt, die Präsentation darauf auszurichten, dass ich verschiedene Menschentypen abhole. Und das, all das könnt ihr auch. Das Wichtige ist, bleibe mental am Ball. Bleibe bei dir und mache jeden Tag gewisse Routinen. Denn Routinen bringen dich ans Ziel. Und dafür haben wir auch etwas vorbereitet. Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Es geht da auch immer so ein wenig um die sogenannte Reflexion. Das heißt, manchmal denke ich, ihr Lieben, wir machen uns alle viel zu viel Gedanken. Was denkt er jetzt von mir, wenn ich das sage? Kennt ihr das? Nickt mal. Oder ob der der Richtige ist? Versucht mal, diese Gedanken aus eurem Kopf zu bekommen. Es geht doch gar nicht um euch. Es geht um euren Gesprächspartner. Was wir tun müssen, ist, wir müssen diesen Prozess lieben. Den Prozess, den Menschen eine kurze Information zu geben. Wir wissen doch alle, wir stehen hier an dem heißesten Punkt bei Zinsino. Wir stehen jetzt dabei, den Durchbruch zu schaffen zu einem Milliardenunternehmen. Wir wissen doch, dass dieses Unternehmen einzigartig ist. Die Frage, die sich stellt, wo steht man persönlich? Mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen und mit seinen Überzeugungen. Und das sind Dinge, die können wir alle hinkriegen für uns. Das heißt, wenn ich euch jetzt frage und beantwortet das für euch selber, wie stark bist du von Zinsino und den Produkten überzeugt? Ich bin mir sicher, dass die meisten, macht man Daumen hoch, wenn ihr sagt, absolut, das ist mein Unternehmen, macht man Daumen hoch, ich will das sehen, ja genau. Natürlich, wenn es aber nicht so sein sollte, dann habt ihr noch einen Missing Point. Dann ruft eure Upline an und sagt, ja, eigentlich finde ich das ja alles ganz gut, aber ich weiß ja bis heute nicht ganz genau, wie das Öl durch meine Leber und aus dem Ohrläppchen wieder rauskommt. Dann ist da irgendetwas, was dich davon abhält, Vollgas zu geben. Testet es selber. Wie bist du überzeugt? Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Wie stark bist du denn von deinem eigenen Erfolg überzeugt? Wenn du selber eine Aktiengesellschaft wärst und du könntest jetzt in dich selber investieren, würdest du dein gesamtes Vermögen in dich investieren oder wärst du zurückhaltend? Und das ist ein Prozess, ihr Lieben. Wenn man gerade in diesem Bereich das erste Mal anfängt, dann ist das eine Reise. Ich habe das früher gehasst, wenn die Leute zu mir gesagt haben, Erfolg ist eine Reise. Ich sage, ich will nicht reisen, ich will Erfolg. Aber es ist die Wahrheit. Man entwickelt sich dahin. Aber wie stark bist du von dir selber überzeugt? Ja, ich schaffe das. Ich kriege das hin. Ich entwickle mich weiter. Ich habe den richtigen Partner an meiner Seite. Ich werde auf jeden Fall einen Sog erzeugen, dass die Menschen mir hinterherrennen. Wie stark bist du von dir selber überzeugt? Und vor allen Dingen, welche Steps kannst du lernen, damit hier steht, in Bezug auf die Überzeugung, absolut. Wenn du schon ein Team aufgebaut hast und vielleicht den einen oder anderen Partner hast, wie stark glaubst du denn an den Erfolg deiner Organisation? Oder sagst du, ah nee, wir sind ja alle dumm. Mach das nie, mach das nie. Jeder hat seine Glaubenssätze, jeder hat seinen Wissensstand. Hole immer die Menschen dort ab, wo sie stehen. Glaube an die Menschen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes tun können, wenn du ihnen den sogenannten Visionsbutton unter die Festplatte montierst.
Stelle Fragen, stelle Fragen. Was möchtest du denn wirklich erreichen? Warum bist du denn damals bei Sensino eingestiegen? Was hindert dich denn daran, wenn wir gemeinsam das und das tun, denkst du, dass das und das dabei rauskommt? Was sind denn die ersten Steps? Und so weiter. Und dann, wie stark glaube ich an die Führungskräfte meiner Ableitung? Wie stark glaube ich an Gerhard, an den Chris, an den Sven, an die Melanie, an alle diese Führungskräfte, die heute da sind oder die insgesamt da sind? Vertraue ich diesen Menschen? Wisst ihr was, ihr, meine Lieben? Ich bin ja nun schon ein alter Hase in diesem Business. Ich habe noch nie so ein geiles Team erlebt wie hier. Egal, ob Kurzline, ob Upline, ob Downline. Wir sind das coolste Team auf diesem Planeten, weil wir sind authentisch, wir sind ehrlich, wir unterstützen uns gegenseitig. Wir machen alles möglich, damit Sensino zu einem Trilliardenkonzern wird. Weil wir wissen, wir haben das beste Unternehmen an unserer Seite, was es jemals gegeben hat. Und die Trainings, die wir hier machen, ist wirklich ein hohes Level. Wie stark glaube ich an die Führungskräfte? Und das sind so Dinge, die du dir auch selber, dass du sagst, okay, die Führungskräfte sind cool, die Trainings sind cool, das Unternehmen ist cool, die Produkte sind cool. Jetzt muss ich nur noch die und die Steps und die Birgit hat gesagt, du, ich denke zu viel. Jetzt schreibe ich mir einfach mal einen Zaubersatz auf und spreche einfach mit den Leuten und hau den raus und guck mal, was passiert. Und wenn derjenige sagt, dann kannst du sagen, du, pass auf, ich bin nur in der Ausbildung, nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe und dich dadurch von dem größten Erfolg deines Lebens abgehalten habe. Das ist nämlich auch ein guter Spruch. Aber jetzt stellt sich doch nur eine Frage. Wie kann ich diese Überzeugungen stärken? Mit welchen Handlungsschritten kann ich, welche kann ich machen? Man sagt immer, wir müssen alle wissen, was ist mein Job und was ist nicht mein Job. Und viele sagen, oh, also wenn ich dann irgendwann mal so einen wie Gerhard Rehäuser sponsere, dann werde ich reich. Das stimmt. Aber natürlich suchen wir Menschen, die am liebsten von alleine duplizieren. Aber wir wissen es nicht, wenn wir unseren Pitch machen, also unsere Ansprache machen. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, wenn wir jetzt eine Muschel oder eine Auster haben, diese Auster so lange zu schaukeln, bis daraus eine Perle wird. Was meine ich damit? Ganz einfach. Wir fischen nur die Auster raus, gucken rein, machen vielleicht den Startprozess. Und wenn derjenige nicht so zündet, wie wir denken, korrigieren wir einige Dinge. Aber dann machen wir die Auster wieder zu, geben ein Küsschen drauf und legen sie ins Salzwasser und sagen, komm doch zum nächsten Meeting. Wir sind letztendlich diejenigen, die sortieren. Aber auch da wieder dieses Denken, oh, das muss an mir liegen. Hört auf damit. Hört auf damit. Wir können nicht jedem Menschen helfen. Wir geben den Menschen einen Tipp, der guckt sich die Präsentation an, die machen wir so gut wie möglich und dann fragen wir den nächsten. Das heißt, wir sortieren. Und da liebe ich diesen Satz Nipselt. Der ist seit 20 Jahren, ist der in meinem Kopf. Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Wenn mich die Leute anrufen und zu mir sagen, ja gut, aber das kann ich ja nicht machen, weil das und das und das ist ganz gruselig und dann denke ich immer nur eines. Bin ich ein Teil des Problems? Bin ich ein Teil der Lösung? Wenn beides nicht so ist, dann sage ich, okay, womit kann ich dir jetzt helfen? Wir müssen jetzt schauen, dass wir unser Mindset haben in eine positive Richtung und die richtigen Handlungsschritte machen. Und wenn du dich jetzt selber mal fragst, warst du schon mal damit beschäftigt, potenzielle Partner zu überzeugen, anstatt sie auszusortieren? Weil das ist auch ein Punkt, den ich am Anfang falsch gemacht habe. Ich habe mich zu sehr festgehalten an Menschen oder an Dingen, wo ich dann so blockiert war. Wenn der einsteigt, wenn der loslegt, dann ist der, hat der nicht losgelegt und ist nicht eingestiegen. Und dann war ich emotional total in einem Keller, bis ich gelernt habe, dass ich das gar nicht mehr zulassen darf. Es ist doch mein Ziel, es ist doch meine Reise. Okay, du willst nicht. Next. Kennst du das, Gerhard? Ja.
Ich kenne das sehr gut, ja. Und das ist dieses, gerade wenn man so Menschen hat, zu denen man so eine persönliche Beziehung auch hat, die man kennt, die man irgendwo auch schätzt, durchaus und die man lange auch als Kontakt schon hat oder auch gerne mag, dann kommt man in diese Falle, ja, dass man eigentlich dem anderen ein größeres Warum einreden will, als er selber hat, ja. Das heißt, du schraubst ewig an dem rum und du gibst dem vielleicht noch Produkte, du schenkst dem alles, du willst unbedingt, dass er überzeugt ist irgendwann, aber er hat von innen heraus die intrinsische Motivation gar nicht, jetzt vielleicht da in seinem Leben was zu verändern oder die Chance anzunehmen in dem Moment. Manchmal ist es ja auch das Timing, weißt auch, Situation Birgit, oder umeinander und dann ist nichts. oft treffen wir genau jemanden im falschen Moment. Deswegen sollen wir auch diese Follow-ups und diese Gespräche immer wieder führen mit Menschen und offen über die Situation sprechen, wie es einem so geht und was der andere so macht. Aber das ist echt, das kostet so viel Kraft und in dem Moment bist du emotional natürlich auch in einem Loch irgendwo, weil ich sage es ganz offen, ich habe auch Tests verschickt an Menschen und die haben die nicht mal gemacht, diese Tests. Die haben die aber auch nie mehr zurückgeschickt. Also die haben einfach die bekommen und haben die hingelegt irgendwo. Und uns ist es gerade wieder passiert. Und da müssen wir uns einfach lösen von dem Thema. Wir müssen Menschen finden, oder anders gesagt, wir haben ein Konzept, wo wir unheimlich vielen Menschen helfen können. Und wir sollten auch, wenn wir schon Rettungswagen fahren, ja, dann sollten wir nicht irgendwo jeden fragen, ob er vielleicht gerade einen Unfall gehabt hat oder ob er krank ist, sondern wir sollten einfach mal mit Menschen sprechen, denen wir wirklich helfen können mit unserem Rettungswagen, ja? Und da gibt es da draußen so viele, Birgit. Ja, absolut, absolut. Und wisst ihr, dann macht das mal. Guckt euch mal eure Liste an, potenzieller oder bestehender Partner. Und dann schreibt einfach mal auf, wer sind denn die Austern, die ich derzeit in der Hoffnung warm halte, dass sie irgendwann mal irgendwas produzieren. Und sollte ich das weiterhin tun? Schreibt es euch einfach mal auf. Und dann sprecht bitte mal mit eurer Upline, welche Fragen könntet ihr den Menschen stellen, damit sie entweder zur Perle werden oder wieder in die Auster schlüpfen und die man ins Wasser legt. Manchmal ist nicht der richtige Zeitpunkt, ja? Aber wichtig zu wissen ist es, denn es geht ja nicht um uns selber. Das heißt, nur wir haben die Kontrolle über die Qualität unserer Botschaft, nicht ob sie verstanden wird. Und somit ist es sehr, sehr wichtig, ein Meister der Verständigung zu werden. Und die beste Verständigung ist, indem du Fragen stellst. Was würdest du denn gerne erreichen wollen? Wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Euro, 10.000 Euro, von mir aus 100.000 Euro, kommt darauf an, wie derjenige gestrickt ist, verdient, wie würde sich dein Leben verändern? Führt die Menschen in die Zukunft. Gerade die neuen Partner, die jetzt gerade eingestiegen sind, wenn es um den Startprozess geht, diejenigen müssen eine Vision haben. Menschen bewegen sich immer nur aus gewissen Gründen, nur wenn es sich in Anführungsstrichen lohnt. Und da sollte man sich fragen, welchen Eindruck möchte ich denn hinterlassen oder welchen Impuls möchte ich denn den Menschen geben? Denn das Zuhören ist der Schlüssel des Meisters. Das heißt, Fragen stellen, zuhören und dann entscheiden, in welche Kategorie passt diese Person für mich. Und dann sollte man sich immer auf die Darstellung der Vorteile beziehen. Und Gerhard, du hast es gerade gesagt, welche Sprache nutze ich? Eine ganz, ganz wichtige Komponente. Vielleicht magst du da was zu sagen. Ja, das haben wir schon oft gehabt, glaube ich, das Thema, weil ich bin ja, viele wissen, ich bin ja auch ich komme ja aus dem Thema auch Ernährung mal von ganz früher und ich habe auch viel mit den Produkten immer gemacht. Manche haben immer gesagt, ich bin ein Produktfuzzi. Ja, das war früher mal so ein nettes Schimpfwort, wo ich immer schmunzeln musste. Aber der Punkt ist, ich war auch immer Unternehmer und ich mache wahnsinnig gern auch natürlich Sachen, die mit den Produkten zu tun haben, logischerweise, weil ich selber für mich auch das im Leben so mit meiner Familie auch verfolge. Gesund sein, fit sein, Sport machen, sich immer an sich arbeiten, ja, nicht aufgeben, auch wenn es weh tut. Aber auf der anderen Seite ich muss einfach, für mich ist ein Meeting, wo ich nicht die Chance vorstelle, kein komplettes Meeting, wenn ich das so sagen darf. Weil wir haben ja die Chance, mit dem Produkt sowieso jedem zu helfen, das wissen wir. Aber wenn wir vom Geschäft
oftmals gar nichts sagen oder uns nicht trauen, darüber zu sprechen, dann ist doch das Ergebnis sozusagen schon vorprogrammiert. Weil wenn ich etwas nicht sage, dann wird es auch nicht passieren. Dann ist es auch nicht in meinem Mindset mit drin. Ich werde auch keinen inspirieren, da sich das näher anzuschauen. Und was, glaube ich, noch viel schlimmer ist, wenn dann tatsächlich mal ein Guter kommt in so eine sehr produktorientierte Gruppe, das ist keinerlei Bewertung, dann hat, und der merkt einfach, dass hier keine sind, die wirklich auch großvisionär denken und was bewegen wollen, dann ist der auch schnell wieder weg. Oder er wird sozusagen eingearbeitet in den Themen, die ihn geschäftlich überhaupt nicht weiterbringen, weil kein motivierender Geschäftsaspekt für ihn damit stattfindet. Ja? Vielleicht hinterfragt ihr auch mal in euren Teams oder wo ihr selber seid, an welcher Stelle wird denn die Vision verkauft, dieser Traum, dieses bessere Leben, die Freiheit, die geografische Unabhängigkeit, das höhere Einkommen, die Frührente, die Kinder, die einfach ein besseres Leben haben. An welcher Stelle wird es einfach verkauft bei euch, dass wir völlig unabhängig von politischen und geografischen Systemen leben können, ne? Wo findet es bei euch in der Präsentation überhaupt statt? Und das sind diese Vorteile, die wir mit einbauen müssen, in unseren Gesprächen, zumindest auch im Face-to-Face, 2:1, persönlichen Gesprächen, die wir im Follow-up dann machen. Da müssen diese Sachen unbedingt auf den Tisch, ja. Birgit, bitte. Sehr gut, sehr gut. Und wir sollten, jeder von sich sollte sich einfach mal aufschreiben, was sind die Vorteile unserer Produkte? Schreibt einen Vorteil auf, zwei Vorteile auf. Was ist der Vorteil, wenn du jetzt mit Zinsino startest? In Bezug auf den Zeitpunkt, in Bezug auf das Unternehmen, in Bezug auf die finanzielle Unabhängigkeit, in Bezug auf deine Liebe, auf deine Freiheit in deinem Leben. Bei jedem Punkt zwei, drei Dinge. Wenn ich gefragt werde, dann sage ich, du, pass auf, das ist total irre hier, weil wir haben ein Produkt, was jeder braucht und noch keiner kennt. Das ist so Hammer. Und das ist die Grundlage der Zellgesundheit. Und dass gesunde Zellen gesundes Leben machen, das weißt du, richtig? Und wir schwatzen gar nicht darüber. Kennst du Firmen, die sagen, wir haben die besten Produkte? Wir sind der Weltmarktführer in einem ganz bestimmten Bereich. Wir sind der nächste Hammer Global Player. Wir sind wie ein Geheimtipp. Wir machen hier gerade ein Game Changing in der gesamten Industrie. Und das ist ein ganz anderes Wording, als wenn ich sage, wir haben ein Omega-3-Produkt. Und das ist das, was ich meine. Aber das sind ja Dinge, die man lernen kann, richtig? Das heißt, schreibt euch diese Dinge auf. Was ist der größte Vorteil unseres Produktes? Oder zwei Vorteile. Was ist der größte Vorteil bei Zinsino? Was ist der größte Vorteil für die Zeitphase? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Leute. Zeitphase. Ich habe die beste, wir haben jetzt gerade die beste Zeitphase. Warum? Weil jetzt gerade, warum ist es so wichtig? Jetzt. Und was sind die Vorteile der Menschen da draußen in Bezug auf mehr Geld? Und dann natürlich auch Schmerzpunkte. Glaubst du, dass die Zukunft besser wird? Glaubst du, dass die Lebenshaltungskosten sinken und die Renten, und die Mieten sinken und die Renten steigen? Was denkst du? Was denkst du passiert da? Und hast einen Plan, das zu ändern? Wenn mir Leute erzählen von ihren Problemen, dann sage ich, okay, erzählst du mir das jetzt noch so oder willst du eine Lösung? Ernsthaft? Willst du wirklich ernsthaft eine Lösung? Ich bringe die Leute relativ schnell in eine Bewerberposition. Erzähle von den Vorteilen. Und je mehr Top-Leader wissen, desto weniger sagen sie. Wenn mich jemand fragt, jetzt erkläre mir mal das Produkt, dann sag ich, du, kann ich nicht, aber das Unternehmen ist so professionell, ich schicke dir einfach mal ein Video oder ein PDF. Da steht alles drauf. Ich erkläre das gar nicht. Deine Handlungen erzeugen deine Motivation. Und da sind es wieder diese Routinen. Was sind deine Routinen im Leben, die dich zu deinen Zielen bringen? Und danach, wenn du deine ersten Handlungen gemacht hast, und dann sagt wirklich jemand, das klingt gar nicht dumm. Dann kommt deine Motivation. Es nützt nämlich nichts, wenn du motiviert bist, bist unter die Haarspitzen und bist auf der anderen Seite ein Undercover-Agent und erzählst keinem davon. Aber diese ersten Handlungen, diese ersten Vorteile, die du hast, die erzeugen deine Motivation. 99% dessen, was wir täglich tun, ist unsere Routine.
sind unsere täglichen Handlungen. Und unsere Handlungen definieren uns und unseren Erfolg. Ja, an der Stelle, Birgit, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Deine Handlungen können ja da genauso auch deine Motivation komplett rauben, weil du so in deinem Sprachmuster gefangen bist und in deiner Denkweise, dass du zwar alles mit dem Produkt machst und alles erklärst und da wirklich gut bist und dich dann auch mal freust, dass vielleicht, ich sag's ganz offen, mit einem Riesenaufwand mal einen Kundenbund generiert hast, aber dann gehst heim, schaust dich in den Spiegel und sagst, das war jetzt ein Riesenaufwand wegen einem Kundenpunkt. Und so viele Leute hören irgendwann mal frustriert auf und sagen, das funktioniert ja alles nicht. Das Einzige, was aber nicht funktioniert hat, war ihre eigene Sprache und ihre Haltung zu diesem Business. Das heißt, sie haben niemals eine hohe Frequenz erreicht in dem Gefühl, in der Emotion, indem sie über die Punkte im Leben gesprochen haben, die wirklich wichtig sind. Und da gibt es halt neben Gesundheit noch viele andere. Und die dich auch inspirieren, wo du gern drüber sprichst. Ja? Zum Beispiel wie schöne Bilder, schöne Videos, wo du sagst, da geht es wirklich darum, dass Gesundheit, ja, geistige Gesundheit, materielle Gesundheit, spirituelle Gesundheit, finanzielle Gesundheit, das sind Dinge, die gehen viel weiter als nur das Produkt. Und manche sind so in ihrer Box drin, dass sie zwar immer weitermachen, aber niemals richtig inspiriert rausgehen und ich sag mal mit dem Megafon mal wirklich richtig Feuer machen, ja. Also so, so ähnlich, ja. Das kann dich auch runterziehen selber, deine eigenen Handlungen, ne? Ja. Ich möchte euch jetzt mal was zeigen. Und zwar habe ich damals, als ich angefangen habe, auch meine eigenen Handlungsweisen wirklich mal hinterfragt. Was tue ich dafür, um andere Ergebnisse zu bekommen? Weil oft tun wir ja immer wieder dieselben Dinge und erwarten andere Ergebnisse, die treten aber nicht ein. Und so treten, sind wir immer wieder, ne, so. Was mache ich denn überhaupt den ganzen Tag? Was denkt ihr? Und dann habe ich mir so überlegt, man müsste einfach mal gucken und das aufteilen in 0-Euro-Routinen, in 1.000-Euro-Routinen, in 10.000, in 100.000 und in 1-Million-Routinen. Und das zeige ich euch jetzt. Jeden Tag ab sofort stellt ihr euch Folgendes vor. Wenn ihr Fernsehen guckt, bei Facebook da rumdümpelt, YouTube-Videos anschaut, arbeitet ihr in Korb 5. Das ist der sogenannte 0-Euro-Korb. Wenn man euch dann irgendwann fragt, in 3, 4 Jahren, was war denn am 13. April um 10:39 Uhr und ihr habt in dem Moment einfach nur mal wieder so durchgesäppt, dann sagst du, keine Ahnung. Und das ist die größte Verschwendung der Zeit. Glaubt einer alten Frau, das Leben ist nicht endlich. Unendlich, es ist endlich. Korb Nummer 4, der 1.000-Euro-Korb. Ihr seid jetzt gerade in dem Körbchen Nummer 4. Das ist nämlich die Weiterbildung. Das ist nämlich die Teilnahme mal an einer Präsentation, auch wenn ich vielleicht keinen Gast habe. Das ist mal ein Training zu besuchen. Das ist ein Meeting zu besuchen. Da arbeite ich in meinem 1.000-Euro-Korb. Warum? Weil das, was ich jetzt tue, wird sich irgendwann mal, wenn das für mich eine Routine wird, in bare Münze auszahlen. Wenn ich die richtigen Handlungsschritte umsetze, die ich hier höre. Wenn ich mir einen Satz aufschreibe, den mal rausknalle, wenn ich mal jemanden einlade und so weiter. Der 10.000-Euro-Korb, das ist, wenn du Kontakte machst. Online oder offline. Wenn du Kontakte machst. Wenn du jemanden einlädst. Wenn du ein Follow-up machst. Weil letztendlich beginnt damit erstmal unsere einkommensbringende Tätigkeit. Jetzt fange ich an, in den 10.000-Euro-Korb zu arbeiten. Der 100.000-Euro-Korb ist, wenn du dann eingeladen hast und hast eigene Gäste auf der Präsentation. Und wenn dann du das selber präsentierst oder dein Team dabei unterstützt oder eine Einzelpräsentation machst, dann arbeitest du in den 100.000-Euro-Korb.
Wenn du dann zum Beispiel Gäste mitnimmst am 4. Mai, dann arbeitest du in den 1-Millionen-Euro-Korb. Denn Lieder werden auf Veranstaltungen geboren. Ja, aber ein Gast zahlt doch nicht 120 Euro, dann zahl das für den. Wenn es ein guter oder eine gute ist und derjenige, dann ist das ein 1-Millionen-Euro-Korb. Es ist, wie es ist. Dann, wenn du neue Partner hast, hast du in deinen 1-Millionen-Euro-Korb gearbeitet. Du weißt natürlich nicht, ob diese Person irgendjemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der schon mal jemanden kennengelernt hat, der dann ein Imperium aufbaut. Deswegen arbeite in die Tiefe. Frage die Leute nach ihren besten Kontakten und hol dir die Kontakte, ruf die selber an. Birgit Kotzicke, einen wunderschönen guten Tag, Herr Rehäuser. Ich habe Ihre Empfehlung bekommen von dem Chris Hoffmann. Den kennen Sie richtig. Und der Chris hat mir gesagt, Sie sind ein offener Unternehmer, der einfach darüber neugierig ist, welche neuen Geschäfte jetzt gerade sind und jetzt gerade starten. Ich brauche mal 5 Minuten Ihrer kostbaren Zeit. Unterstützt eure Partner. 1 Million Euro, neue Kunden. 1 Million Euro, Duplikation, richtiger Startprozess. Und ab jetzt überlegst du dir ganz genau, in welchem Korb befinde ich mich? In dem Korb 5, Korb 4, Korb 3, Korb 2, Korb 1. In welchem Korb befinden sich die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest? In welchem Korb, sind die Menschen, die du als deine Partner gewinnen möchtest? Weil es gibt ja auch das Gesetz der Resonanz. Das sollten wir auch noch mal genau durchgehen. Weil du ziehst automatisch die Menschen an, wie du selber bist. Und du bist der Durchschnittscharakter der 5 Menschen, mit denen du ständig zusammen bist. Und das sind alles Prozesse, die jeder lernen kann. Stimmt's, Gerhard? Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben das mit den Körben ist unheimlich gut gemacht, Birgit, weil man wirklich sieht, im Korb 5 und 4, da ist eigentlich noch überhaupt keine einkommensproduzierende Tätigkeit mit dabei. Ja? Eigentlich beginnt das Geschäft nicht vorne, nicht weil man jetzt heute im Basic Saturday dabei ist. Wir freuen uns natürlich, dass ihr alle dabei seid. Nicht, weil ihr alleine im Super Tuesday zum Beispiel drin seid oder weil ihr alleine im Product Thursday drin seid, sondern in dem Moment, immer in dem Moment, wo wo du die Geschichte erzählst, die Story erzählst, deinen kurzen Pitch erzählst, so wie es die Birgit gerade gesagt hat, da könnt ihr euch euren zurechtlegen. Ich denke, wenn man sagt, man hat ein Produkt, das 97% der Menschen sofort benötigen und das können wir liefern und wir sind global ohne Mitbewerber mit einem kommenden Milliardenunternehmen, das ist mir jetzt einfach mal so eingefallen. Dann hast du Schreibt immer euch mal das zumindest auf. einen zweiten oder dritten Satz, ja. Aufschreiben, Leute. Schreibt euch das auf, was der Gerhard gesagt hat. 97% Lernt das kommendes auswendig. Milliardenunternehmen brauchen 97% der Menschen. Also, das ist ja das, da kann ja nicht einer normal wegschauen, wenn er ein bisschen offen ist, ja. Und Genau. dann diese Kontakte zu machen, ich glaube, da passiert auch ein ganz großer Fehler. Birgit, und du hast das letzte Mal so gut erklärt. Du hast gesagt, wenn du einen neuen, wenn du einen, du, wir haben es, glaube ich, sogar vor dem Call besprochen, wenn du einen neuen hast, der mit dir startet, dann nimmst du ihm sozusagen bereits komplette Entscheidung ab, was er dann als nächstes macht, weil du willst eigentlich von ihm die Top-10-Liste so schnell wie möglich. Du sagst immer, ich will so schnell wie möglich deine Top 10 oder Top 5 oder Top 3. Und wen können wir jetzt sofort anrufen? Wen können wir wirklich sofort auf den Zoom-Call einladen? Und genau an der Stelle, das wird so oft verpasst. Und deshalb auch ich leider manchmal, dass Leute mich nicht an ihre Kontakte ranlassen. Und da müsst ihr noch die deutlichere Sprache sprechen, weil wenn sie dann sagen, das mache ich schon oder ich habe schon jemand oder ich mache das selbst, dann frag die doch mal, glaube ich, Birgit, du hast das so erklärt. Was erzählst du dem jetzt dann, wenn du den jetzt anrufst? Sag mir doch mal, was du dem genau erzählst. Am Ich glaube, schönsten an der finde ich, Stelle, da ist ein ganz wichtiger Schnittpunkt zwischen Start und den ersten Erfolgen, oder Birgit? und wo auch noch ein Schnittpunkt ist, ist auch manchmal schön, wenn ich dann höre, ja, aber ich muss erst mit meinem Mann, ich muss erst mit meiner Frau sprechen. Ich sage, sensationell, macht ihr das dann zusammen? Ja, nicht wirklich, aber meine Frau muss ja wissen, was ich tue. Ich sage, super, kann ich total gut verstehen. Ich würde nie was ohne meinen Mann machen. Aber jetzt sag mir doch mal bitte, vielleicht sollten wir einen Folgetermin machen mit deiner Frau und mit dir. Nee, ich mach das schon. Was sagst du dir denn?
Ja, nee, nee, ich möchte es wissen. Ich möchte doch nicht, dass du Fehler machst wie ich früher. Was sagst du deiner Frau denn? Ja, sag, merkst du was? Das sind ja immer wieder dieselben Mechanismen. Ne? Ja, für mich zum Abschluss. Kommt dahin. Macht alles möglich. Ich kann mich noch erinnern an mein erstes größeres Meeting. Ich wohnte damals noch in Dortmund. Alleinerziehende Mama, nicht wirklich viel Geld, wirklich nicht. Aber ich sollte kommen nach Berlin. Für mich war nur die Frage, wie komme ich jetzt zu Berlin? Wie soll ich das machen? Dann habe ich mir gedacht, gut, dann nehme ich das Kind mit. Übernachten in Berlin kann ich nicht. Durchgefragt. Wer kennt irgendjemanden, der wiederum jemanden kennt in Berlin? Wo kann ich da übernachten? Was kann ich? Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und ich hatte wirklich nichts im Portemonnaie, wirklich nichts. Aber dieses eine Meeting hat mein ganzes Leben verändert. Da standen irgendwelche Amerikaner und haben lustige Kreise gemalt. Ich habe nichts verstanden. Und ich habe dann noch so gedacht, die sind irgendwie Unternehmer, aber die sind viel lockerer als Unternehmer. Ich hatte nämlich früher immer Angst vor Anzugsmännern, ne? Wenn da so wichtige Männer waren, weil Amtsgericht, da bist du ziemlich so, ne? Oder dann auch in der freien Wirtschaft, die waren wichtig, ich war ja nie wichtig, die waren wichtig, ich nicht. Und dann standen da so viele Anzugsmänner und die malten Kreise und ich habe versucht, das zu verstehen und habe das mitgeschrieben. Aber irgendwas lag da in der Luft, was mir die Gewissheit gegeben hat, wenn ich das lerne, was dieser komische Mann da auf der Bühne macht. Dann werde ich mein ganzes Leben verändern. Und das hat sich so bei mir, für mich, für mein Kind, für meine Zukunft, für meine Unabhängigkeit, für meine Freiheit. Und deswegen kommt dahin, ruft jeden in eurer Organisation an, geht dahin, erklärt ihnen die Wichtigkeit, dass sie da wirklich die Zündung kriegen können, dass sie sich dort ein Wissen aneignen können, um mehr Geld zu verdienen, dass es dort um Persönlichkeitstraining geht, dass dort auch unser Founder Orion Sally ist, dass dort Parts sind, die so einen Mehrwert bieten, dass dort Menschen auf der Bühne stehen, die genau wie sie selber sind und am Anfang gar nicht wussten, wie soll ich das machen. Und dann auf einmal, bam, eine Entscheidung getroffen haben und sich weiterentwickelt haben. Ja. In der heutigen Zeit, ihr Lieben, müssen die Menschen etwas für sich tun. Wir können uns nicht auf Dinge von außen verlassen. Wir sind eigenverantwortlich für uns. Ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist, wenn Leute Rente kriegen, wie viel das sein wird. Auch nicht in der Schweiz, auch nicht in Deutschland, auch nicht in Österreich. Wo ich aber vorsorgen kann, ist für mich, meine Zukunft, meine Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder. Und das mit Zinsino ist the golden nugget. Du sagst es ja. Ich habe wirklich, wenn man so eine kleine Pille hätte, wo man den Menschen geben könnte, wo man sagt, du nimmst eine Kapsel und da ist dieses ganze Network-Wissen mit drin. So ein Tag, wer da wirklich da ist, der wird, egal, ob er jetzt ganz neu gestartet ist, ob er vielleicht noch überhaupt nicht dabei ist, das ist natürlich für neue Gäste eine absolute Inspiration. Und ich kann mich gut erinnern, Birgit, ich glaube, wir alle erinnern uns so an unsere allerersten Events. Du hast gerade erzählt davon, ja. Und das ist einfach, das ist absolut lebensverändernd, weil du kommst mit einer komplett anderen Energie nach Hause und du hast gewisse Dinge in dir drin. Du sagst plötzlich das Gleiche weiterhin, aber es funktioniert plötzlich ganz anders, weil die Schwingung, die du ausstrahlst, ist eine ganz andere nach so einem Event, ja. Und es ist ein Geschenk, es ist so, entschuldige, wenn ich so sage, ich weiß, der eine oder andere muss auch vielleicht jeden Cent rumdrehen, aber es ist ein Geschenk, es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her unglaublich viel mehr wert. Also nutzt wirklich die Zeit und kommt dahin und bringt Leute mit von eurem Team. Ja, liebe Birgit, wir. Einen Satz würde ich noch sagen, Gerhard, weil das Ja? ist wichtig. Das stimmt nämlich, wenn dann später nach dem Event zu dir jemand sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das ist so, pass mal auf, da war den habe ich kennengelernt und so weiter. Das war ein Arzt, das war ein Rechtsanwalt, das war eine Hausfrau, das war ein Busfahrer, das war eine Putzfrau. Die haben das und das erreicht, die verdienen 5.000. Die Leute haben so eine Ausstrahlung.
ohne dass du jetzt ein wahnsinniges Wissen hast, aber die haben so eine Ausstrahlung, wenn du auf dem Event gewesen bist, dass die anderen in die Knie gehen und den Sitz küssen, wo du vorher drauf gesessen hast. Warum? Weil sie fühlen, du hast genau das in den Händen, was die Lösung für sie ist. Und das ist die Ausstrahlung, die man nach einem Event hat. Genau jetzt, ja. Mega. Ja, Birgit, jetzt haben wir ja noch einen Ehrengast dabei, der ist heute auch wieder Ah, ja, genau. mitgekommen. Da freuen wir uns auch riesig drauf. Der Sven, hörst du uns schon, Sven? Ja, Hey, super, Sven. Danke, ich höre euch. dass du dir die Zeit nimmst für das Hallo? Finale, ja? Wir hören dich, ja? Ich bin auch wieder in der Nachbarschaft, Ja, Gerhard. genau. Jetzt denken wahrscheinlich alle, der sitzt da schon wieder unter blauem Himmel und hat einen schönen Hintergrund, aber das ist mein eigener. Ich bin endlich wieder zu Hause und kann in mein eigenes Tal gucken. Habt ihr toll gemacht. Waren so wichtige Sachen. Ich habe das ganzen Basic Saturday mitgehört. Das, was ihr da heute erklärt habt, wenn die Menschen es einfach nur schaffen, das, was ihr da gesagt habt, auch zwischen den Zeilen zu verstehen und zu interpretieren, dann werden sie schon unheimlich weit kommen. Ich hatte jetzt gestern Abend wieder, ich habe das Glück in letzter Zeit, in den letzten Tagen und Wochen, sagen wir mal, projektmäßig, onboardingmäßig, sehr eng mit dem Orion wieder zusammenzuarbeiten, fast auf täglicher Basis momentan, weil wir momentan an ein paar interessanten Sachen dran sind. Und wenn du nah an ihm dran bist, dann hörst du mal diese Vision, die er in sich trägt. Denn du hörst sie nicht nur, du spürst sie auch mal. Er sagt es ja eigentlich in allen Calls und die Direktoren, die auf dem Direktortrip waren, die haben es natürlich auch live mehrfach gehört in den Sessions und auch in Privatgesprächen, wo er hin will. Aber gestern Abend zum Beispiel war wieder so eine Situation, wo er eine Sache gesagt hat. Er sagt, schau mal, die Firma ist jetzt 18 Jahre alt oder fast im 19. Jahr eigentlich. Wir feiern das 20-Jährige 2025 und wir machen jetzt 168 Millionen US-Dollar Umsatz. Das war unser letztes Jahresergebnis. Er sagt, wir werden dieses Jahr 2024 auf 240 Millionen gehen und 2025, wenn wir 20 werden, wahrscheinlich über 400 Millionen. Und er sagte, wenn er das mal ausrechnet, werden wir in den nächsten Jahren den doppelten Umsatz machen von dem, was wir in den ersten 18 Jahren gemacht haben. Das müsst ihr euch mal in Perspektive stellen. Und was ihr euch da auch in die Perspektive stellen müsst, die Frage, die ihr euch stellen müsst, wo bitte werden denn diese neuen Umsätze gemacht in Sinsino? Ja, und ich kann euch die Antwort geben. Auch in unserer Organisation, auch in deiner Downline wird dieses Momentum, dieses Feuer, ein eigenes Feuer entfachen. Und das muss man einfach verstehen. Man muss auch sehen, wenn man jetzt diesen Marketingplan, und der Gerd hat es vorhin so schön gesagt, wenn man diesen Marketingplan sich genau anschaut, dann weiß man ja, irgendwo muss ich ja mal vier gute Teams haben. Ja, ich habe ja, wenn ich starte, bekomme ich ja meine drei Bällchen im Backoffice. Meine 001, meine 002, meine 003. Und dann habe ich ja die Aufgabe, was bei uns sehr, sehr einfach ist, erstmal zwei Teams aufzubauen, ein linkes und ein rechtes, damit meine 001 Geld verdient. Und dann kann ich ein drittes dazu bauen gegen auf ein Innenbein. Dann verdient mein zweites Bällchen plötzlich Geld noch mit. Das erste verdient umso mehr, weil das ja dann auf einer Seite zusammenzählt. Und irgendwann kann ich dann das vierte Team bauen und dann verdienen alle drei Bällchen Geld. Und dann kann man diesen Marketingplan für sich extrem gut nutzen. Und dazu muss ich eine Sache sagen. Ihr müsst verstehen, dass das nicht über Nacht passiert, sondern dass man diese vier Linien, dass man sich da ein paar Jahre Zeit nehmen muss, bis diese Linien wirklich laufen. Meistens fängt es an, dass eine Organisation mal wegbricht. Das erkennt ihr daran, dass irgendwann ein bisschen Banking bei euch auftaucht. Ich sage immer, wenn heute einer kein Banking hat, dann läuft in seiner Orga noch nichts. Weil wenn deine Orga läuft und die fangen ja nicht beide gleichzeitig an zu explodieren, sondern die sind höchstens beide gleichzeitig lahm, aber nie beide gleichzeitig schnell. Das ist einfach so, ja. Dann fängt meistens eine Linie an zu explodieren. Dann siehst du daran, dass sich Banking aufbaut. Und das ist ein verdammt gutes Zeichen. Banking bedeutet, ich will es ja nochmal kurz erklären, wenn du mehr als zwei Drittel des Umsatzes deiner Orga in einem Bein hast, dann ist der Überschuss über diesen zwei Dritteln, der wird gebankt. Der geht nicht weg. Der bleibt für dich liegen. Das ist wie Geld auf der Bank, das kannst du dir später wieder abholen. Aber das baut sich dann über die Wochen und über die Monate baut sich das so schön auf. Und daran siehst du, wenn das Banking kommt, dass eine deiner Linien am Abgaloppieren ist. Das ist schon mal der Anfang für das Momentum. Jetzt kann es, ups, bin ich noch da? Jetzt bin ich irgendwo drauf gekommen. Nee, ich bin noch da. Jetzt kann es passieren, dass
bis die zweite Linie dann aufholt oder ob sie jemals aufholt, ist fraglich, ja. Aber bis die zweite Linie auch anfängt zu galoppieren, das kann Monate, wenn nicht sogar ein paar Jahre länger dauern. Und man muss eigentlich diesen Aufbau dieser Linien wie Projekte sehen. Es geht ja im Network Marketing um Betreuung, es geht im Network Marketing um Zusammenarbeit, es geht sogar darum, dass sich gewisse Freundschaften entwickeln, weil es ist ein Geschäft, was auf Vertrauen basiert, ja. Aber man muss auch verstehen, dass es trotzdem zu sehen ist wie gewisse Projekte. Man kann auch zu lange mit denselben Leuten zusammenarbeiten. Zu lange. Nicht nur zu kurz, auch zu lange kann man mit denselben Leuten zusammenarbeiten. Es muss der Punkt kommen, wo man seine Linie loslässt, damit man wieder Zeit und Raum hat, um neue Linien zu starten, um quasi ein neues Projekt zu starten, was dann in der Anfangsphase ja auch den vollen Zeiteinsatz von dir benötigt. Wenn du aber immer mit denselben Leuten dieselben Dinge besprichst, in der Hoffnung, dass sich bei denen irgendwann etwas ändert, was es meistens nicht tut, dann verlangsamst du dich in diesem Moment auch. Insofern glaube ich heute, und das aus nach 32 Jahren Erfahrung, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die Leute, die wirklich wollen und die irgendwann in deiner Downline Leistungsträger sein werden, dir und anderen Leistungsträgern automatisch folgen. Du musst sie nicht jagen. Was du machen musst, ist, die, die wollen und die an dir dranbleiben und die viele Fragen stellen, die unterstützen, möglichst effektiv. Und du musst dir sagen, ich habe eine Deadline. Ich arbeite jetzt mit dir 3 Monate intensiv zusammen. Du kriegst viel Zeit, aber danach lasse ich dich los. Danach kannst du das. Und da passieren 2 Dinge. Erstens, der wird stärker und selbstständiger. Und zweitens, er wird irgendwann seine Downline auch loslassen. Und nur so kreieren wir Unabhängigkeit. Ich finde es immer bedenklich, wenn jemand seine Upline lobt und sagt, ja, der oder die ist ja immer für mich da. Das ist der Moment, da kriege ich so ein Kribbeln im Nacken und sage, scheiße, eigentlich ist das nicht gut, wenn die Upline wie so eine Helikopter-Upline, wie so eine Helikopter-Mutter dem Kind alles abnimmt. Kreiert das starke Kinder oder kreiert das schwache Kinder? Ihr wisst, wie Helikoptermütter, und es gibt sicherlich auch Helikopterväter, ja, was die mit ihren Kindern machen. Das sind extrem starke Eltern, die aber in der Regel schwache, abhängige Kinder erzeugen. Du willst aber, dass deine Kinder stark sind, dass sie unabhängig sind, dass sie ihre Challenges, die im Leben immer kommen, alleine meistern können und dass du nur an der Seite stehst und einspringst, wenn es wirklich brennt, wenn es wirklich ernst ist, dann bist du da. Aber wenn es normale Dinge sind, nimm sie ihnen nicht ab. Und das Gleiche gilt für die Downline-Betreuung. Du darfst keine Helikopter-Upline sein. Du möchtest nicht gelobt werden als jemand, der immer für alle da ist. Das ist kein Lob. Das zeigt dir, oh Mann, vielleicht muss ich die mal ein wenig selbstständiger werden lassen. Und das Gute ist, ich erarbeite mir damit wieder Zeit, neue Projekte zu starten, mit neuen Leuten zu arbeiten, mich voll in die zu investieren, bis es dann soweit ist, dass ich wieder andere unterstützen kann, weil die mittlerweile wissen, was los ist. Ja? Ich glaube, so muss man anfangen, über die Monate und Jahre seine Organisation aufzubauen. Und das beantwortet auch die Frage, die ihr euch vielleicht stellt, ist, wie kann das sein, dass der 4 aktive Linien hat und aus 3 Income Centers verdient? Wie kann das sein, dass der 7 aktive Linien hat und aus 6 Income Centers verdient? Wir können ja später noch weitere Income Centers dazu machen, kostet nicht mal was. Ab Direktor kannst du neue Income Centers in die Downline setzen, die dann mitverdienen, ja? Das ist ja das Schöne, das macht ja so viel Spaß. Da wird dann dein Check multipliziert in der Woche, ja? Aber das funktioniert nur, wenn du von Projekt zu Projekt gehst. Wenn du dich in die neuen Dinge einbringst, auch aktiv die neuen Dinge suchst und dich dann da auch drauf konzentrierst. Und für deine Downline ist das ein ganz, ganz geniales Signal, weil wenn die mal weniger von dir sehen, dann heißt das nicht, dass du zu Hause liegst, die Füße hochlegst und sagst, naja, ich gucke jetzt mal, was die so machen, sondern vielleicht bist du ja auf der Jagd oder vielleicht bist du ja an einer ganz anderen großen Sache dran, vielleicht auch an einer kleineren Sache dran. Aber so muss man das Ganze sehen. So baust du Linie für Linie für Linie für Linie auf in diesem Geschäft. Also überlegt euch mal, mit wem verbringt ihr zu viel Zeit, ohne dass die Ergebnisse explodieren. Und ich sage wirklich explodieren. Explodieren. Weil wenn ihr eure ganze Zeit in dieselben Menschen bringt und das Ganze ist so eine Flatline, dann wird nie etwas, wird sich nichts ändern. Ihr könnt die Leute nicht zu Tode trainieren. Ihr könnt sie höchstens inspirieren, gewisse Dinge zu tun. Jetzt war ja das Thema auch noch der Mai, das Event in Offenbach. Ich sage es mal ganz brutal.
Diejenigen aus eurer Downline, die da nicht sind, die braucht ihr nach dem Event auch nicht mehr anrufen oder auch nicht zu hoffen, dass irgendetwas dort jemals wieder passieren wird. Ja? Wer es nicht für nötig findet, wenn ein Orion Sally als Founder und andere internationale Topgäste von Zinzino anreisen, um uns zu unterstützen, genauso wie alle Führungskräfte aus Europa. Und wenn dann jemand, ich sag's mal ganz brutal, an dem Tag was Besseres vorhat, dann hast du danach, wenn er wiederkommt, jeden Tag auch was Besseres vor. Da bin ich knallhart. Es ist eine Pflichtveranstaltung. Egal, wer Geburtstag hat, egal, wer heiratet, egal, was sonst läuft, egal, ob Handwerker im Haus sind, da musst du dir Freiraum schaffen, da musst du hier. Da könnt ihr gar nicht vorstellen, an wie vielen eigenen Geburtstagen ich selber auf der Bühne gestanden habe, auf Events, nämlich genauso auf dem letzten Event, ja, auf dem letzten Dach-Event hatte ich Geburtstag, es war im Juni, am 8. 9. Juni, am 9. Juni ist mein Geburtstag, Birgit's übrigens auch, ja, wir haben ja zusammen Geburtstag, ja, wir waren da, da gibt es überhaupt keine Frage und das Schöne ist, du bekommst von ganz vielen Leuten gratuliert, das macht auch noch Spaß, vielleicht singt der Saal sogar noch ein Liedchen für dich. Also das möchte ich nur mal sagen, wenn ihr wirklich erfolgreich sein wollt und diese Welle, die Zinzino jetzt nimmt, in den nächsten 2, 3 Jahren mitschwimmen wollt, dann müsst ihr selektiv sein, dann müsst ihr straight sein, dann müsst ihr den Gurt enger schnallen und dann müsst ihr ganz konsequent eure Ziele verfolgen und wirklich genau hinschauen, wer zieht voll mit und wen muss ich mitziehen. Nehmt die, die voll mitziehen und lasst die los, die ihr ziehen müsst. In dem Sinne, das Wort zum Sonntag oder zum Samstag, wünsche ich euch schönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder. Danke an euch, Gerhard und Birgit. Tolles Seminar gemacht. Mega, super, danke. Das war ein tolles Finale. Also konnten wir viel mitnehmen, du heute. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Natürlich auch, liebe Birgit, super Training, tolles Training. Herzlichen Dank und ich wünsche euch ein schönes und inspirierendes und natürlich aktives Wochenende auf den gemeinsamen Erfolg und bis zum nächsten Mal zum Super Tuesday. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.